So, jetzt darf ich Ihnen Christian Volk vorstellen. Schon da. Christian Volk ist Juniorprofessor für politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Trier. Er studierte Politik, Volkswirtschaftslehre und Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Aachen und hat viele, viele Forschungsaufenthalte und Arbeiten, ist viel rumgekommen, unternommen, etwa an der New York School for Social Research in New York oder an der Yale University oder an der Goethe-Universität in Frankfurt oder an der Humboldt-Universität in Berlin oder an der, Freie Universität in Berlin, Entschuldigung, am Wissenschaftszentrum an der Universität in Augsburg und seine Dissertation mit dem Titel Die Ordnung der Freiheit, Recht und Politik im Denken Hannah Arendts wurde 2010 ausgezeichnet vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der Fritz-Thyssen-Stiftung, der VG Wort und dem Auswärtigen Amt, und zwar im Zuge der Frankfurter Buchmesse im Rahmen des Programms Geisteswissenschaften international als eine hervorragende geistes- und sozialwissenschaftliche Werk. Gut, der Vortrag heute trägt den Titel Politisierung durch Protest, wird ungefähr 50 Minuten dauern und danach steigen wir in die Diskussion ein. Bitte. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier brauche, weil ich eigentlich sehr laut rede, aber... Doch, okay, das ist gut. Genau, stellen wir das in einer Art. Okay. Liebe Organisatorinnen und liebe Organisatoren, ganz herzlichen Dank für die Einladung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Guten Abend und vielen Dank für Ihr Kommen und Ihr Interesse. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend die Tagung eröffnen darf. Und die ja weit mehr als nur eine Tagung ist, die ja gewissermaßen den Auftakt zur Gründung eines Hannah Arendt-Instituts, ist das immer drauf, eines Hannah Arendt-Instituts für politische Gegenwartsfragen markiert. Lassen Sie mich auch gleich etwas ungewöhnlich in diesen Abend starten und Ihnen ein Zitat vorlesen. Victrix causa dies placuit sed victa catoni. Zu Deutsch, die siegreiche Sache gefiel den Göttern, aber die besiegte dem Cato. Nun werden Sie vielleicht denken, oha, der junge Erfolg präsentiert sich wohl heute Abend von seiner bildungsbürgerlichen Seite. Das kann ja was werden. Ich kann Sie beruhigen, das ist nicht die Motivation. Die Motivation ist eine andere. Bei diesem Satz handelt es sich um eines von zwei Zitaten, das man nach Hannah Arendts Tod auf einem in ihrer Schreibmaschine eingespannten Blatt Papier fand. Hannah Arendt erlitt am 4. Dezember 1975 in ihrer New Yorker Wohnung einen Herzinfarkt, ihren zweiten, und verstarb im Alter von 69 Jahren. Bei dem eingespannten Blatt Papier handelte es sich um das Titelblatt zum dritten und letzten Teil ihres Werkes The Life of the Mind, zu Deutsch vom Leben des Geistes. Der Teil ist überschrieben mit Judging, Urteilen, und sollte nach den Büchern über das Denken und das Wollen den Abschluss ihrer Trilogie über die geistigen Tätigkeitsweisen des Menschen darstellen. Abgesehen von einigen Notizen und dem Manuskript ihrer 1970 gehaltenen Vorlesung über Kants Kritik der Urteilskraft, wissen wir heute nicht, welche Ausführungen Arendt hätte machen wollen. Was wir hingegen wissen ist, dass Arendt der Urteilskraft eine zentrale Stellung zugedacht hat. Von der Kultivierung der Urteilskraft erhoffte sich Arendt nichts weniger, als dass sie dem Menschen in der riskanten Moderne Orientierung stiften und ein Zusammenleben ermöglichen möge. Wie das, meine Damen und Herren? Nun, die Kernaufgabe der reflektierenden Urteilskraft ist subjektive Allgemeingültigkeit, ein Kantscher Terminus, subjektive Allgemeingültigkeit hervorzubringen. Das heißt, den eigenen Standpunkt in einer Weise zu finden,
die andere Sichtweisen, Meinungen und Gefühle reflektiert und mit einbezieht. Denn erst dadurch wird man in die Lage versetzt, sich gegenüber anderen Personen zu rechtfertigen, da somit schon im eigenen subjektiven Urteil auch ein gemeinschaftlicher, ein allgemeiner Sinn eingebettet ist. Reflektierende Urteilskraft soll damit jene Orientierungslosigkeit beenden, die durch den Verlust tradierter Wertvorstellungen und Denkmuster entstanden ist. Im Zuge von Säkularisation und gesellschaftlich-ökonomischer Modernisierung auf der einen Seite und natürlich der modernen Terror- und Gewalterfahrung auf der anderen Seite. Erst durch das Üben im Urteil erlangt der Mensch seine Eigenständigkeit. Das Cato-Zitat, das Arendt dem Teil über das Urteilen voranzustellen gedachte, bringt diese Eigenständigkeit zum Ausdruck. Der römische Senator und Feldherr wollte sich in seiner eigenen Urteilsbildung weder dem Urteil der Götter unterordnen, noch dem der Geschichte. Ein ebenso offenes wie freies, aber stets risikoreiches Unterfangen ist dieses Urteilen. Es mag geplant oder einer eigentümlichen Fügung des Schicksals geschuldet gewesen sein, dass die Gründung des Hannah-Arendt-Instituts für politische Gegenwartsfragen nahezu auf Arendts 40. Todestag fällt, dass dieser Sachverhalt den Blick auf die Umstände ihres Todes noch einmal in den Fokus treten lässt und so die Aufmerksamkeit auf die offene Frage nach den Urteilen und der Urteilskraft gelenkt wird. Denn welche Herausforderungen in einem solchen Urteilen ohne Geländer liegen, erfahren wir dieser Tage zuhauf. In Zeiten eines religiös-fundamentalistischen Terrors, in Zeiten der Flüchtlingskrise, in Zeiten einer erneuten Zerreißprobe für das europäische Institutionengefüge, in Zeiten von AfD, Pegida und eines europaweit erstarkten Rechtspopulismus. Aber, meine Damen und Herren, kann die Auseinandersetzung mit Hannah Arendts politischem Denken, mit ihren Übungen im politischen Denken unsere Urteilskraft schärfen? Können das Denken, die Begrifflichkeiten und die Konzepte Hannah Arendts einen Beitrag leisten, um die Gegenwart zu verstehen, wie der Titel des zu gründenden Instituts suggeriert? Nun, ich wäre heute Abend aller Wahrscheinlichkeit nach nicht hier, wenn ich diese Frage grundsätzlich verneinen würde. Vielmehr möchte ich anhand des Themas politischer Protest zeigen, wie eine Aktualisierung des Arendtschen Denkens uns zu neuen Einsichten in diesem Themenfeld führen könnte. Lassen Sie uns also beginnen. Politischer Protest ist in den letzten Jahren zu einem aktuellen Thema geworden. Die Bilder vom arabischen Frühling, die Proteste auf dem Tahrirplatz oder rund um den Gezi-Park, die Besetzung des Zuccotti-Parks durch die Occupy-Bewegung oder des Puerto del Sol in Madrid durch die Bewegung Democracia Realia. Aber natürlich auch in Deutschland, Stuttgart 21, Blockupy in Frankfurt, die Besetzung des Oranienplatzes in Berlin durch die Refugee Tent Action-Bewegung. Wenn es nun darum geht, die politisch-demokratische Bedeutung dieser Aktionen zu bestimmen, dann zeigt sich eine gewisse Bandbreite an Positionen. Auf der einen Seite, meine Damen und Herren, haben wir Autorinnen, die in diesen Protestbewegungen den Bruch mit der politisch-rechtlichen Ordnung im Rahmen ordnen. Kurzum, sie seien die eigentliche Erscheinung des Politischen im 21. Jahrhundert. Neben dieser meist als radikal-demokratisch bezeichnenden Begriffsvariante ist aber auch eine liberale Verständnisweise weit verbreitet. Dieser Variante nach liegt die vorrangige Bedeutung des Protestes darin, vormals Unpolitisches politisch zu machen. Also eine bis dato unberücksichtigte Sachfrage in die politische Öffentlichkeit zu bringen und, wenn der Protest erfolgreich ist, sie in den politischen Entscheidungsprozess einzuspeisen. Man sieht sehr schnell, welche Effekte mit der Begriffsbildung einhergehen. Während die Proteste der Ärztekammer oder sogenannte Not in my backyard, also nicht in meinem Hinterhof, Initiativen, der liberalen Variante nach noch als politischen Protest durchgehen,
gilt das nicht, beziehungsweise nicht generell für die radikaldemokratische Variante. Von Protest ist hier erst dann die Rede, wenn der Grundwiderspruch mit der politischen Ordnung artikuliert wird. Die Proteste der Ärztekammer oder sogenannte Not in my backyard Initiativen, beispielsweise gegen den Bau von Windrädern im Sichtfeld des eigenen Balkons, gelten der radikaldemokratischen Variante nach eher als lobbyistische politische Praktiken. Meine Damen und Herren, Sie sehen also die Bandbreite bei der theoretischen Reflexion darüber, was politischer Protest ist und bedeutet. Ich teile weder die eine noch die andere Sicht auf die Bedeutung von politischem Protest vollends, sondern möchte Ihnen heute Abend eine alternative Interpretation dessen präsentieren, was politischer Protest in modernen Demokratien ist und bedeutet. Meine These, das, was ich zeigen will, lautet wie folgt. Mit politischem Protest hat man es immer dann zu tun, wenn die Praktiken einer Bewegung als Akte des Widerstands gegen die Entpolitisierung moderner politischer Ordnungen gedeutet und verstanden werden können. Widerstand gegen Entpolitisierung. Entscheidend für die Begriffsbildung ist dabei nun, dass Entpolitisierung nicht irgendein Randphänomen ist, sondern der Grundmechanismus von Herrschaft. Entpolitisierung steht als Begriff zunächst für die vielfältigen Weisen, mit denen die zentralen Reproduktionspraktiken der sozialen und politischen Ordnung einer grundlegenden öffentlichen Infragestellung entzogen bleiben. Ich wiederhole, es gibt viele Arten, wie die Reproduktionspraktiken der Ordnung einer öffentlichen Debatte entzogen werden können. Und die Summe dieser Arten, das zu tun, bezeichne ich mit dem Begriff der Politisierung. Die Konsequenz dieses Entzugs ist die Fixierung und Verhärtung des Status quo. Die Konsequenz ist Herrschaft. Herrschaft verstanden als eine Konstellation, in der die Infragestellung der Reproduktionspraktiken der Ordnung blockiert bzw. ausgesetzt ist. Um Ihnen diese These und meine Sicht auf die Dinge genauer zu erläutern, gehe ich in 5 Schritten vor. Erster Schritt: Herrschaft als Entpolitisierung. Herrschaft als Entpolitisierung ist ein Gedanke, meine Damen und Herren, den ich dem Arendtschen Werk verdanke. Arendt hat den Zusammenhang zwischen Herrschaft und Entpolitisierung als erste formuliert, und zwar in ihren Überlegungen zum Nationalsozialismus, den sie als ein System totaler Herrschaft bezeichnete. Bei einem solchen System aber, schreibt sie, haben wir es, Zitat Arendt, mit Phänomenen der Entpolitisierung zu tun, wie in allen Diktaturen und Despotien. Nur dass die Entpolitisierung hier, also im Nationalsozialismus, so radikal auftritt, dass sie das politische Freiheitselement in allen Tätigkeiten vernichtet und sich nicht nur damit zufrieden gibt, das Handeln, also die politische Fähigkeit par excellence, zu zerstören. Ende des Zitats. Lassen Sie mich Ihnen dieses Zitat kurz ausdeuten. Der Nationalsozialismus unterscheidet sich als politisches System von anderen Herrschaftssystemen dadurch, dass hier die Entpolitisierung des Lebens so radikal ist, dass das politische Element in allen Tätigkeiten zerstört wird. Was ist mit politischem Element gemeint? Nun, es gibt Praktiken des sozialen Umgangs und der Kommunikation, in denen sich Menschen als Gleiche begegnen, auf kreative und kooperative Weise miteinander interagieren und so die Veränderbarkeit und Kontingenz menschlich-sozialen Zusammenlebens erfahren. Neben Kunst, Theater, Literatur und Poesie verweist Arendt auf Salongesellschaften, Kaffeehäuser, Stammtische, Diskussionen unter Freunden und Kollegen etc. In all diesen Formen, meine Damen und Herren, finden sich Momente von Gleichheitserfahrung, von Miteinanderhandeln und von Alternativität, die Arendt als politische Elemente bezeichnet. Politische Elemente, ohne dass man bereits im strengen Sinne politisch agiert, also im Sinne von kollektiv und öffentlich oder institutionell beispielsweise. So, und vor diesem Hintergrund, nun ist es nach Arendt ein zentrales Merkmal eines Systems totaler Herrschaft, dass all diese Interaktionsformen im Grunde vernichtet werden.
Ja, mittels einer Kombination aus Terror, Geheimpolizei, Spitzelwesen und Ideologie diese politischen Elemente gänzlich aus dem gesellschaftlichen und privaten Leben getilgt werden. Mit der Konsequenz, dass die Reproduktionspraktiken der nationalsozialistischen Ordnung nicht in Frage gestellt werden. Der Nationalsozialismus als ein System totaler Herrschaft ist in Arendts Augen also ein System totaler Entpolitisierung. Das ist ganz zentral. Arendt versteht Herrschaft gänzlich anders als die Tradition von Hobbes bis Max Weber. Für Arendt ist Herrschaft nicht gleichbedeutend mit der Aneignung eines fremden Willens, mit der Etablierung einer Befehlsgehorsamsrelation. Und noch etwas ist zentral. Das ist wesentlich komplexer, so ausgedrückt. Und noch etwas ist zentral. Herrschaft ist für sie ein durchgängig negativ konnotierter Begriff. Herrschaft kann auch nicht legitimiert werden, wie beispielsweise bei Max Weber. Denn mit Herrschaft ist eine auf Dauer gestellte Konstellation gemeint, in der die politische Gleichheit zur Freiheitserfahrung, in der Pluralität, in der die Kontingenz und Umstrittenheit politischer Entscheidungen eingeschränkt oder gar negiert ist. Zweiter Schritt. Meine Damen und Herren, das theoretische Motiv Herrschaft als Entpolitisierung ist nicht nur auf die Analyse des Nationalsozialismus beschränkt. Mit Blick auf die Eskalation der Studierendenproteste der 60er Jahre formuliert Arendt eine interessante Beobachtung. Die Studierenden in Osteuropa fordern die, Zitat Arendt, Rede- und Gedankenfreiheit als unerlässliche Vorbedingung politischen Handelns. Zitat Ende. Sie tun dies, weil sie dort in einer Ordnung leben, die ihnen exakt diese politischen Grundrechte verweigert. Im Unterschied nun dazu zeige sich an der westlichen Studierendenbewegung ein ganz anders gelagertes Problem. Die westlichen Studierenden, Zitat, leben unter Verhältnissen, in denen diese Vorbedingungen nicht mehr die Wege des politischen Handelns öffnen. Zitat Ende. Hieraus erkläre sich ein Stück weit ihre Radikalisierung. Die Vorbedingungen politischen Handelns, also grundlegende politische Rechte, aber auch Institutionen und Parteien, diese Vorbedingungen öffnen, so Arendt, nicht mehr die Wege zum politischen Handeln. Arendt belässt es bei dieser Notiz. Sie arbeitet mit dieser Unterscheidung nicht weiter. Sie leuchtet sie nicht systematisch aus. Aber können wir damit etwas anfangen, meine Damen und Herren? Können wir damit etwas anfangen, um die Gestalt demokratischer Herrschaft näher zu bestimmen? Ich denke schon. Nach dem, was hier angedeutet wird, besteht autoritäre Herrschaft im Kern darin, dass über die Negation grundlegender politischer Rechte ein öffentliches politisches Handeln jenseits staatlich diktierter Bahnen nicht oder kaum möglich ist. Die Konsequenz ist, dass sie dort keinen Pluralismus haben und die zentralen Reproduktionspraktiken der Ordnung öffentlich unhinterfragt bleiben. Herrschaft in einer Demokratie muss andere Formen annehmen. Das ist relativ leicht einsichtig, weil eine Demokratie, die ihren Namen verdient, sich nicht der Entpolitisierungsweisen totalitärer oder autoritärer Regime bedienen kann. Terror, Gewalt und die prinzipielle Negation politischer Rechte. Die Entpolitisierung als Herrschaftsmechanismus muss auf andere Weisen vonstatten gehen und ist dabei immer nur partieller Natur, nie und keinesfalls total. Und noch ein Aspekt ist zentral. Eine demokratische Ordnung zeichnet sich, und ich übernehme hier die bekannte Wendung von Claude Lefort, eine demokratische Ordnung zeichnet sich durch den, Zitat Lefort, leeren Ort der Macht aus. Das heißt in unserem Zusammenhang, dass es dort im Prinzip keine Instanz gibt, König, Partei etc., die die Reproduktionspraktiken der Ordnung diktieren und ihre öffentliche Infragestellung gewaltsam unterdrücken könnte. Zumindest nicht so lange, wie es sich bei dieser Infragestellung ein gewaltloses Unterfangen handelt. Wenn wir nun Arendts Hinweis folgen, dann manifestiert sich demokratische Herrschaft darin, dass die Vorbedingungen politischen Handelns, also Rechte und Institutionen, nicht mehr die Wege zum politischen Handeln öffnen.
sie nicht mehr dazu führen, dass sich das politische Handeln auch wirklich ereignet. Nicht flächendeckend nicht ereignet, natürlich. Nicht gänzlich nicht ereignet. Aber doch für einen Großteil der Bürgerinnen sich nicht ereignet. Zwischen der Ermöglichung politischen Handelns und dem Sich-Ereignen von politischem Handeln durch die Bürgerinnen in den vorgesehenen Institutionen und auf der Grundlage politischer Rechte klafft eine Lücke. Das Wesen demokratischer Herrschaft, meine Damen und Herren, besteht in der Existenz dieser Lücke. Besteht in der beständigen Reproduktion dieser Lücke zwischen den rechtlich festgehaltenen Versprechen der Demokratie und ihrer Verwirklichung. Die Konsequenz dieser Lücke ist, dass die Versprechen der Demokratie, die in ihren Grundprinzipien angelegt sind, das Versprechen auf politische Gleichheits- und Freiheitserfahrung, auf Solidarität, Gemeinschaft, Schutz, auf Persönlichkeitsentfaltung, das Versprechen auf Konfliktualität und Kontingenz politischer Entscheidungsfindung einer demokratischen Lebensform. Die Konsequenz dieser Lücke ist, dass diese Versprechen, die in den Grundprinzipien lagern, nicht für alle Menschen innerhalb dieser Ordnung in gleichem Maße Wirklichkeit werden, sondern eben nur für einen verhältnismäßig kleinen Teil. Das, meine Damen und Herren, ist demokratische Herrschaft. Wenn man nun wissen möchte, wie es zu dieser spezifischen Form von Herrschaft, der demokratischen Herrschaft, kommt, die nicht legitimiert werden kann, zu dieser demokratischen Herrschaft kommt, dann muss man sich die Art und Weisen ansehen, mit denen diese Lücke zwischen Recht und Ereignis, zwischen Versprechen und Verwirklichung im Alltag moderner Demokratien produziert bzw. reproduziert wird. Kurzum, man muss sich die Entpolitisierungsweisen ansehen. Diese Lücke kann dadurch reproduziert werden, dass eine sozioökonomische Grundstruktur beibehalten bleibt, die Prekarität, Vereinzelung und gesellschaftliche Entfremdung befördert, mit dem Effekt politische Entfremdung, politischem Desinteresse, also Nichtteilnahme. Diese Lücke kann dadurch reproduziert werden, dass politische Partizipation nur in einem sehr engen Sinne interpretiert und realisiert ist, nämlich als Teilnahme an gleichen und freien Wahlen oder Mitgliedschaft in einer Partei. Diese Lücke kann dadurch reproduziert werden, dass im politischen Betrieb ein hoher Anpassungs- und Professionalisierungsdruck existiert, der speziell für zivilgesellschaftliche Projekte politischer Einflussnahme mit einer gehörigen Menge strukturell bedingten Enttäuschungspotenzial einhergeht. Diese Lücke kann durch die Auslagerung politischer Entscheidungsprozesse auf richterliche Instanzen, in sogenannte Expertenausschüsse, in informelle Gremien, bürokratische Apparate reproduziert werden. Sie kann durch eine Rhetorik ökonomischer Alternativlosigkeit, durch eine Funktionalismus- und Notwendigkeitsrhetorik reproduziert werden, die andere Sichtweisen schon vorab als irrelevant, unplausibel, irrational oder ähnliches kennzeichnet. Sie kann die Folge einer spezifischen medialen Inszenierung von Politik sein oder durch Moralisierung der Politik reproduziert werden. Meine Damen und Herren, das sind einige Entpolitisierungsweisen, die ich Ihnen hier genannt habe. Wichtig aber ist, dass diese Arten der Entpolitisierung nicht vom Himmel fallen. Sie werden durch die politischen und rechtlichen Alltagspraktiken in modernen Demokratien erzeugt. Diese Alltagspraktiken wiederum sind ebenfalls nicht willkürlich, sondern es handelt sich dabei um die Folgen einer ganz spezifischen Konkretion, einer ganz spezifischen Interpretation und Umsetzung der demokratischen Grundprinzipien in Form von Rechten, Normen, Werten, Verfahren, Institutionen, Praktiken etc. Politische Zugehörigkeit wird heute beispielsweise über Staatsangehörigkeit geregelt. Gleichheit als Rechtsgleichheit interpretiert. Solidarität über den Wohlfahrtsstaat realisiert. Selbstbestimmung drückt sich aus im aktiven und passiven Wahlrecht innerhalb einer Parteiendemokratie, die im Kern auf dem Prinzip politischer Repräsentation basiert. Das Recht auf Eigentum wird im Sinne von kapitalistischem Privateigentum interpretiert und so weiter und so weiter. Das sind vorherrschende Konkretionen, Umsetzungen, wenn Sie so wollen, demokratischer Grundprinzipien in der Gegenwart. Das heißt, die genannten Arten der Entpolitisierung, die eine demokratische Herrschaft hervorbringen, erhalten und die dazu führen, dass die Versprechen der Demokratie
die in den Grundprinzipien dieser Ordnung angelegt sind, dass die Versprechen der Demokratie nicht für alle Menschen innerhalb dieser Ordnung in gleichem Maße Wirklichkeit werden. Diese Arten der Entpolitisierung sind selbst auch die Folgen einer ganz spezifisch historischen Interpretation und Umsetzung der demokratischen Grundprinzipien. Und sie führen dazu, die Infragestellung dieser Umsetzung auszusetzen, zu blockieren. Unter demokratischer Herrschaft, meine Damen und Herren, verstehe ich daher im Anschluss an Hannah Arendt eine historische Konstellation, in der die Infragestellung der Reproduktionspraktiken einer Ordnung ausgesetzt bzw. blockiert ist. Eine Ordnung, die die in ihren Grundprinzipien angelegten demokratischen Versprechen nicht für alle Menschen, die in dieser Ordnung leben, in gleichem Maße realisiert. Ich trinke mal einen Schluck. Dritter Schritt. Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesem Verständnis von demokratischer Herrschaft für den Begriff des politischen Protests? Meine Antwort lautet: Politischer Protest stellt diese Interpretation der demokratischen Grundprinzipien in Frage. Seine Bedeutung liegt darin, dass er politisiert, Entpolitisierungsweisen sichtbar macht und damit Herrschaftsmuster aufdeckt. Protest politisiert. Nun, meine Damen und Herren, beim Blick auf den Titel meines Vortrages dürften Sie sich das vielleicht sogar schon gedacht haben. Was aber ist damit gemeint? Lassen Sie es mich Ihnen über einen Umweg erklären. Ich habe eingangs davon berichtet, dass einem liberalen Verständnis nach die Bedeutung von Protest darin zu suchen sei, einen vormals nicht politischen Sachverhalt politisch zu machen, in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich teile diese Sicht nicht. Warum nicht? Nun, diese Perspektive leidet an einem sogenannten Öffentlichkeitsbias. Denn nur weil ein Sachverhalt nicht in der Öffentlichkeit ist, heißt das ja noch lange nicht, dass er nicht politisch wirksam ist. Im Gegenteil, wenn demokratische Herrschaft darin besteht, die Lücke zwischen Möglichkeit und Ereignis zu produzieren, dann sind gerade jene Faktoren, die die Menschen davon abhalten, politisch zu agieren, in hohem Maße ein politischer Sachverhalt. Auch und gerade, wenn sie noch nicht als Problem der Öffentlichkeit vorgestellt worden sind. Denken Sie nur an die ganze Debatte zur Trennung von privat und öffentlich, die auf die Frauenbewegung zurückgeht. Und noch etwas kommt hinzu. Nach dem liberalen Verständnis scheint es keinen Bedeutungsunterschied zwischen dem öffentlich zum Ausdruck gebrachten Begehren der Flugbegleiter der Lufthansa, der Ärztekammer oder sogenannten Not in my backyard Bewegungen auf der einen Seite und der alternativen Globalisierungsbewegung, der Refugee Tent Action Bewegung, Occupy oder Democracia Real Ya auf der anderen Seite zu geben. Aus einem liberalen Verständnis heraus geht es in all diesen Fällen gleichermaßen darum, sein Interesse öffentlich zu vertreten und idealerweise in den politischen Entscheidungsprozess einzuspeisen. Aber erfassen wir damit letztgenannte Bewegungen wirklich? Ich bezweifle das. Ein rascher Blick auf Deutschland, auf die jüngste Vergangenheit, macht deutlich, dass es in diesen Bewegungen um weit mehr als die Durchsetzung von partikularen Interessen geht. Blockupy beispielsweise stellt die neoliberale Grundorientierung des europäischen Finanzsystems infrage. Der Refugee Tent Action Bewegung geht es um eine grundsätzliche Reformierung des Konzepts der nationalen Zugehörigkeit. Viele Gruppierungen der alten Globalisierungsbewegung greifen solche Forderungen ebenfalls auf und kombinieren diese mit einer grundlegenden Kapitalismuskritik. Kurzum, diese Bewegungen stehen für tiefgreifende politische Veränderungen und alternative soziale Lebensformen. Aber auch die rechtspopulistische Bewegung Pegida ist mit dem liberalen Verständnis nicht zu erfassen. Sie fordert nichts weniger als die, Zitat, Erhaltung und Schutz unserer christlich-jüdisch geprägten Abendlandkultur, wie es da heißt, wendet sich gegen eine vermeintliche Islamisierung und wirft der politischen Parteien- und Medienlandschaft Konsensfixierung und das Ausklammern zentraler politischer Problemfelder vor. Meine Damen und Herren, sehen Sie, wenn eine Bürgerinitiative, eine Unterschriftenaktion gegen den Bau von Windrädern in ihrer Demonstration,
dass Herrschaft in der Demokratie eben nur partiell stattfindet. Aber dieses politische Handeln macht in meinen Augen noch keinen politischen Protest. Was beim politischen Protest hinzutritt, meine Damen und Herren, ist, dass das partikulare Anliegen eine gesamtgesellschaftliche, die Demokratie als Lebensform betreffende Bedeutung besitzt. Diese Bedeutung zeigt sich darin, dass das Eintreten einer kritischen Masse für ein auf den ersten Blick vielleicht partikulares Anliegen unmittelbar mit einer alternativen Interpretation der Grundprinzipien der Ordnung einhergeht. Weil die Realisierung des partikularen Anliegens im Konflikt steht mit den etablierten Reproduktionspraktiken der Ordnung. Weil der Forderung innerhalb der bestehenden Realisierung einer demokratischen Ordnung nicht einfach nachgekommen werden kann. Und das verstehe ich unter Politisierung. Unter Politisierung verstehe ich die von einer kritischen Masse an Personen öffentlich vorgetragene, von der etablierten Konkretion abweichende Interpretation der Grundprinzipien einer demokratischen Ordnung, mittels derer deutlich gemacht wird, was vor dem Hintergrund der entscheidenden Reproduktionspraktiken dieser Ordnung nicht realisierbar ist und der Reform bedürfte. Politisierung hat daher stets einen herrschaftskritischen Zug, weil sie auf festgelegte, scheinbar nicht oder schwer über den politischen Alltagsbetrieb veränderbare Reproduktionspraktik aufmerksam macht. Klammer auf, die Folge ist, dass oft alternative politische Praktiken auftauchen bei solchen Bewegungen, wie beispielsweise das Besetzen von Fabriken, von Häusern oder Plätzen. Das Besetzen als Protestpraktik darf nicht nur im Sinne einer Belagerung verstanden werden, also als ein schlichtes Mittel, als ein Symbol, um der eigenen Forderung Nachdruck zu verleihen. Die Besetzung ermöglicht auch, dass auf diesem Platz, in diesem Haus oder in dieser Fabrik die alternative Lebensform, von der die Rede ist, ein Stück weit realisiert wird und so gezeigt wird, was möglich wäre, aber durch die bestehende Ordnung nicht realisiert wird. Klammer zu. Wie dem auch sei, nach dem von mir vorgeschlagenen Verständnis von Politisierung als einer Neudeutung der Grundprinzipien, die die Grenzen des politisch Möglichen innerhalb der etablierten Ordnung aufzeigt, hat die frühe Arbeiterbewegung politisiert. Mit ihrer Forderung nach Ausweitung des allgemeinen Wahlrechts, der Versammlungs- und Koalitionsfreiheit ging es nicht einfach um Interessendurchsetzung oder Ausweitung von Rechten, sondern um eine Neuinterpretation des Grundprinzips auf politische Teilhabe, also um eine Neuinterpretation der demokratischen Ordnung selbst. In diesem Sinne hat die Frauenbewegung politisiert, der es natürlich auch um die Ausweitung von Rechten ging, die aber im Kern das beenden möchte, was Pierre Bourdieu als männliche Herrschaft bezeichnet hat. Also unter anderem eine Neuinterpretation des Prinzips der Gleichberechtigung. In diesem Sinne politisiert Occupy, die für eine neue Form von Demokratie und das Ende sozialer Ungleichheit eintreten wird. In diesem Sinne politisieren jene Bewegungen wie die Refugee Tent Action Bewegung, für die der Slogan »Kein Mensch ist illegal« ihre programmatische Ausrichtung bestimmen und die im Kern fordern, Fragen der Zugehörigkeit und des Rechtsstatus nicht über die Staatsangehörigkeit zu regeln. Auch dieses Programm ist mit den bestehenden Reproduktionspraktiken der Ordnung nicht vereinbar, sondern bedürfte einer Neudeutung grundlegender Ordnungsprinzipien. Aber, meine Damen und Herren, in diesem Sinne politisiert auch die Pegida-Bewegung, die vorherrschende Konkretion und Interpretation der Grundprinzipien einer demokratischen Ordnung grundlegend kritisiert. Wir sind das Volk, heißt es entsprechend. Wir weißen, nicht muslimischen und nicht linken Deutschen sind die freien Gleichen, um deren Wille und Wohl Politik gefälligst zu machen sei. In dem explizit der Slogan der demokratischen Bürgerrechtsbewegung der DDR aufgegriffen wird, bezieht man sich klar auf die Grundstruktur und macht deutlich, dass man als eine Bewegung für echte Demokratie verstanden werden möchte. Nur, dass man diesen Demokratiebegriff eben grundlegend anders interpretiert. Als Herrschaft eines homogenen, ethnisch-kulturell bestimmten Volkes. Klammer auf. Und auch der Slogan Lügenpresse kritisiert ja radikal die bestehende Konkretion und Realisierung des Grundprinzips der Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit. Klammer zu.
Gleichzeitig aber, meine Damen und Herren, illustrieren diese Beispiele etwas. Sie illustrieren, dass die demokratische Ordnung, Politisierung durch Protest, als ihre ureigene innere Antriebskraft ermöglicht. Denn in dem Maße, wie eine demokratische Ordnung auf abstrakten, normativen Prinzipien basiert, geht sie Versprechen ein. Es ist das auszeichnende Merkmal einer demokratisch-politischen Ordnung, dass diese Versprechen stets von Neuem eingeklagt und dass diese Prinzipien stets in einer neuartigen und alternierenden Weise im Zuge politischer Konflikte interpretiert werden können. Gerade weil es keine Instanz gibt, die ihre Deutung final festlegen kann. Michael Greven hat diesen Umstand so treffend formuliert, als er von der Politisierbarkeit als Möglichkeit sprach, um die Differentia Spezifica der demokratischen Ordnung zu benennen. Vierter Schritt. Emanzipatorische und nicht-emanzipatorische Herrschaftskritik. Meine Damen und Herren, der Unterschied, oder nein, anders, der Umstand, dass Pegida und andere derartige Bewegungen politisieren und damit die Grenzen des politisch Möglichen innerhalb der etablierten Ordnung aufzeigen, also herrschaftskritische Züge mit untertragen, stellt sie nicht auf eine Ebene mit der Arbeiter- und Frauenbewegung, mit Occupy oder der Refugee Tent Action Bewegung. Denn während wir es bei den letztgenannten Bewegungen mit emanzipatorischer Herrschaftskritik zu tun haben, betreibt Pegida nicht emanzipatorische, ja reaktionäre Herrschaftskritik. Woran kann man das festmachen? Eine emanzipatorische Herrschaftskritik zeichnet sich dadurch aus, dass sie mittels einer Kritik an der vorherrschenden Realisierung der Grundprinzipien der Ordnung den Kreis derer zu erweitern trachtet, die in den Genuss der Versprechen der Demokratie als Lebensform kommen. Emanzipatorische Herrschaftskritik erweitert den Kreis. Pegida dahingegen mag zwar auf Verkrustungen in der repräsentativen Parteiendemokratie hinweisen, kritikwürdige Auswüchse einer Medienlogik ansprechen etc., aber all dies geschieht in ausschließender, in diskriminatorischer Absicht. Das ist ein Kennzeichen einer nicht-emanzipatorischen Kritik. Nehmen Sie die Frauenbewegung, meine Damen und Herren. Sie kritisierte die bestehende Konkretion und vorherrschende Interpretation grundlegender politischer Prinzipien als zu eng, das der Gleichheit, der Freiheit, der Teilhabe, der Gleichberechtigung etc., als die Frauen politisch und sozial in vielerlei Hinsicht exkludierend. Der Bewegung ging es um eine Öffnung, um eine Ausweitung. Die Bewegung kämpfte für eine andere, eine inklusivere Interpretation und Konkretion dieser Prinzipien. Die Anhängerschaft von Pegida dahingegen kämpft dafür, dass die Versprechen der Demokratie auf jenen Personenkreis eingeschränkt werden, dem sie selbst angehören. Im Munde von Pegida wird der Satz "Wir sind das Volk" nationalistisch instrumentalisiert und zu einer Parole nationaler Zugehörigkeit. Er verliert dadurch seinen emanzipatorischen Gehalt und grenzt das Wir auf weiße, nicht-muslimische und so weiter Deutsche ein. Neben vielen anderen Dingen unterscheidet das Pegida ganz grundlegend von der ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung, denn mit "Wir sind das Volk" hat diese Bewegung gerade nicht Fragen der Zugehörigkeit thematisiert, sondern die Realisierung gleicher Freiheit eingeklagt. Die nicht-emanzipatorische Herrschaftskritik zeigt sich noch an einem anderen, an einem weiteren Aspekt, meine Damen und Herren. Was Pegida und andere nicht-emanzipatorische Protestbewegungen zu kennzeichnen scheint, ist das, was Theodor W. Adorno und Walter Benjamin als falsches Glück bezeichnet haben. Die populistischen Führer lassen die Masse auf der Straße zu ihrem Ausdruck kommen. Hieraus resultiert ihr zumeist großer Zulauf, aber eben nicht zu ihrem Recht der aktiven politischen Mitbestimmung in diskursivdemokratischen Räumen. Denn solche Räume, solche diskursivdemokratischen Arenen, zu denen prinzipiell jeder Zugang hat, wo sich neue demokratische Praktiken ausbilden, mit dem Ziel, das Beteiligungsversprechen der Demokratie weiter zu realisieren. Praktiken wie das jüngst kreierte
People's Microphone, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, oder das Losverfahren, Fraktionsbildung und das Unterwandern dieser Räume durch Kader zu verhindern. Solche diskursiv-demokratischen Räume, die vielleicht nicht das Gesicht der kommenden Demokratie sind, aber einwandfreie demokratische Übungen. Solche diskursiv-demokratischen Räume werden Sie bei Pegida und anderen nicht-emanzipatorischen Protestbewegungen nicht finden. Was Sie dort finden, ist Hierarchie, ist Asymmetrie zwischen unten und oben, sind Parolen und Sprachbilder der Absolutheit, Ganzheitlichkeit und Totalität. Lügenpresse, Volksverräter, Invasoren, Islamisierung sind solche Sprachbilder. Mit diesen Sprachbildern werden Ängste, Wut und Affekte aller Art aufgegriffen, eine allgemeine Stimmung, ein vages Gefühl der Zugehörigkeit erzeugt, das bei vielen Menschen so viel Anklang findet, weil sich damit die weltanschauliche Botschaft transportieren lässt, Teil eines historisch bedeutungsvollen Projekts zu sein. Man hat es hier mit großen Sinnstiftungsangeboten zu tun. Was diesen spezifischen Modus der Mobilisierung und Integration zunichte machen würde, wären offene Debatten zwischen Freien und Gleichen im Innern dieser Bewegungen, wären Irritationen und Nuancierungen sowie die ernsthafte Auseinandersetzung mit Gegenpositionen. Der Integrationsmodus ist akklamatorisch und gerade nicht diskursiv. Meine Damen und Herren, es ließen sich noch eine Reihe weiterer Merkmale herausarbeiten, die uns zwischen einer emanzipatorischen und einer nicht-emanzipatorischen Protestbewegung unterscheiden lassen. Ich möchte es hierbei aber erst einmal belassen und mich dem fünften und letzten Schritt zuwenden, nämlich der Frage, ob solche Nicht-Emanzipatoren für die Demokratie im Grunde wertlos sind. Fünfter Schritt, vom Wert und Unwert nicht-emanzipatorischer Protestbewegungen in der Demokratie. Meine Damen und Herren, sind nur solche politischen Bewegungen von demokratischem Wert, die selbst wiederum demokratische Werte vertreten? Ich glaube, dass eine solche Sichtweise zu kurz greifen würde. Zum einen, weil es keine politische Instanz gibt, die abschließend festlegen kann, was ein demokratischer Wert ist, sondern diese Interpretation in einer Demokratie gerade dem konfliktiven Handeln einer Vielzahl politischer Akteure überlassen bleiben muss. In diesem Sinne beanspruchen nicht-emanzipatorische Bewegungen ihr demokratisches Recht, öffentlich eine anders geartete Interpretation der Grundprinzipien vorzuschlagen und zeigen auf diese Weise auf, wo die Grenzen des politisch Möglichen innerhalb der etablierten Ordnung liegen. Zum anderen, zweitens, greift diese Sichtweise deshalb zu kurz, weil auch und manchmal sogar gerade jener Protest, der Werte vertritt, die von einigen politischen Akteuren rundheraus abgelehnt werden, diese Akteure auf ganz besondere Weise mobilisiert und dadurch Prozesse der öffentlichen Meinungs- und Urteilsbildung in Gang bringt. Denken Sie einmal an Alexander Gauland, den natürlichen Verbündeten von Pegida, und seine wirkmächtige Replik auf Angela Merkel: Wir wollen das gar nicht schaffen. Ein Satz, der programmatisch für die Position des deutschen Rechtspopulismus in der Flüchtlingsfrage steht. Durch diese wirkmächtige Gegendarstellung wird öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt, werden Alternativen zugespitzt, Themen mit politischer Bedeutung versehen, Bürgerinnen zum politischen Nachdenken mindestens doch zur Auseinandersetzung herausgefordert und die anderen Elemente der politischen Ordnung, Parteien, Medien, NGOs, Verbände etc., in Bewegung gesetzt. Es werden nicht berücksichtigte Optionen deutlich gemacht, es wird das Gemachte an der Politik aufgedeckt und herausgestellt, wer mögliche Gewinner und Verlierer von politischen Entscheidungen sind. Kurzum, die Alternativität politischer Entscheidungsfindung wird deutlich. Und es gibt noch mindestens einen dritten Aspekt, den auch nicht emanzipatorischer Protest für das demokratische Zusammenleben leistet. Ein solcher Protest hält uns womöglich dazu an, über die Umsetzung der Grundprinzipien nachzudenken, die ja auch ganz offensichtlich dazu führt, dass sich exakt solche Bewegungen bilden. Dass es, mit anderen Worten, eine kritische Masse an Menschen gibt, die zum Beispiel aus Gründen sozialer Vereinzelung, aus Gründen politischer Entfremdung und Verdrossenheit
ihr Zutrauen in die institutionalisierten Wege demokratischer Politik verloren haben und sich stattdessen fragwürdigen Bewegungen anschließen. Andererseits jedoch, meine Damen und Herren, ändert der Umstand, dass auch eine Protestbewegung wie Pegida für das demokratische Zusammenleben mitunter also einen Beitrag leisten mag, nichts an der Tatsache, dass solche Bewegungen aufgrund ihrer diskriminatorischen Programmatik für all jene Menschen, die die Versprechen der Demokratie ernst nehmen, zum politischen Gegner werden muss. Und mehr noch, der Umstand, dass solche Bewegungen mitunter einen Beitrag leisten, ändert auch nichts daran, dass sie in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung für die demokratische Ordnung darstellen. Vom Vergiften der politischen Kultur und Auseinandersetzung über die Radikalisierung der Debatte bis hin sogar zur Eskalation des Konfliktes und zur Gewalt als vermeintliche Ultima Ratio. Politisch sozialisiert in der Weimarer Republik musste Hannah Arendt über die ordnungsgefährdenden Potenziale solcher Bewegungen bestens Bescheid. Nachdem sie im Zuge ihrer Widerstandstätigkeit gegen die just zur Macht gekommene Nazi-Bewegung 1933 für kurze Zeit inhaftiert wurde, verließ sie Deutschland über die grüne Grenze und flüchtete nach Frankreich. Dort engagierte sie sich in der jüdischen Flüchtlingshilfe, kam 1940, noch vor dem Angriff Hitler-Deutschlands auf Frankreich, ins französische Internierungslager Gurs, weil sie den Franzosen als feindliche Ausländerin galt. Im Fernsehgespräch mit Günter Gauss äußerte sie sich dazu 1964 sarkastisch: Menschen wie wir, Flüchtlinge also, seien von ihren Feinden in Konzentrationslager und von ihren Freunden in Internierungslager gesteckt worden. Sie floh aus dem Lager Gurs in einer Nacht- und Nebelaktion zunächst nach Lissabon und erreichte im Mai 1941 zusammen mit ihrem Ehemann und ihrer Mutter New York. Eine Reiseroute, meine Damen und Herren, auf der sich Walter Benjamin aus Angst und Verzweiflung über verschlossene Grenzen im September 1940 das Leben nahm und es an Hannah Arendt lag, einen Teil seiner Manuskripte mit nach Amerika zu nehmen. Hannah Arendt wurde mit den Reichsbürgergesetzen 1937 die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen und sie sollte 14 Jahre lang bis 1951 staatenlos bleiben. Ihr amerikanischer Pass, so schrieb sie einst in einem Brief an ihren Ex-Ehemann Günther Anders, sei das, Zitat, schönste Buch, das sie kenne. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, die Frage nach der Ordnung der Freiheit, die Frage nach einer politischen Organisation der Menschheit im Geiste der Freiheit, wie Arendt in ihren Denktagebüchern formuliert, also die Frage, wie die Versprechen der Demokratie für alle in gleicher Weise Wirklichkeit werden könnten, scheint mir der ureigene innere Antrieb des Arendtschen Denkens zu sein. Ich denke, dass es eine wunderbare Sache wäre, wenn das hier entstehende Institut bei der Auseinandersetzung mit den drängenden politischen Problemen der Gegenwart stets von diesem inneren Antrieb seiner Namensgeberin inspiriert bliebe. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die habe ich leider nicht mehr auf Lager. Okay. Vielleicht gelingt es ja, wenn du. Vielleicht noch ein paar Zitate oder so. Eigene von dir? Nee, von Arendt natürlich. Ja. Von mir, das wäre. Gut, dann lassen wir uns die Diskussion beginnen. Ja. Ja, also vielen Dank für den Vortrag. Steh erstmal auf. Hm? Okay. Also vielen Dank, das ist ganz toll. Du hast irgendwie
diesen Unterschied gemacht zwischen Interessenvertretungen so nach liberaler Lesart, also irgendwie Arbeitskampf und so weiter, und dann Protestbewegung. Ich habe mich gefragt, wie du das trennscharf eigentlich voneinander unterscheiden willst. Und wer das denn unterscheidet. Also zunächst mal würde man sagen, gut, du hast ein Beispiel da ziemlich gut gewählt, ne? Also die Ärzte oder Flugbegleiter, also jetzt vielleicht dann auch nicht das beste Beispiel. Aber was ist zum Beispiel mit Studentenprotesten, die ja jetzt doch durchaus ihre eigenen Interessen im Blick haben? Ne? Also es geht ja durchaus darum, irgendwie bessere Studienbedingungen herzustellen mit dem Studentenstreik. Aber es geht vielleicht auch ein bisschen um mehr, um darüber nachdenken, wie ist denn unser Bildungssystem organisiert, da irgendwie möglicherweise strukturelle Veränderungen herbeizuführen, da irgendwie halt vielleicht eine Härtung oder Imperative der Politik herauszustellen. Würdest du sagen, also, und wie würdest du entscheiden, wo die hingehören? Würdest du denen zugestehen, dass sie das selber entscheiden? Weil ich glaube nämlich auch da gibt es eine ganze Menge von Pluralität an Meinungen. Die einen, die protestieren vielleicht, weil sie wirklich 300 Leute im Hörsaal sind und ein bisschen bessere Studienbedingungen haben. Andere haben vielleicht ein bisschen das Bigger Picture im Blick. Das könnte ich mir bei Arbeitskampf auch vorstellen. Dass viele halt sagen würden, ja, mir geht es eben halt eigentlich um die 3% mehr, aber viele auch vielleicht sagen, ja, hier ist irgendwie grundsätzlich was falsch. Also wenn ich jetzt gerade an den Streik der Erzieherinnen denke, hatte ich das Gefühl, dass die schon auch ein bisschen mehr auch aufmerksam machen wollten, als nur, wir wollen ein paar Prozent mehr. Also wie unterscheidest du das und wer deiner Meinung nach ist die Person, die das unterscheiden wird? Perfekte Person. Ja, vielen Dank. Also die erste, also ein Teil der Antwort ist relativ leicht zu beantworten, nämlich wer das ist, der unterscheidet. Das ist ja gerade, also ich gebe mit dem, was ich hier vorgetragen habe, eine Deutung dessen und damit natürlich stelle ich mich der Diskussion darüber, wie man es zu deuten hat und so weiter und so fort. Also ich habe vorgeschlagen, eine Unterscheidung zu machen oder ein Kriterium, das ich gewählt habe, war die Frage der allgemeinen Dimension, die dieses Anliegen vertritt. So, jetzt ist die Frage, okay, woran erkenne ich denn das, eine allgemeine Dimension dieses Anliegens? Das ist in der Tat eine schwere Frage. Man müsste sich in der Tat jede Bewegung einzeln angucken und man müsste sich die Protestpraktiken angucken. Man müsste gucken, was da passiert. So. Und beispielsweise bei einer Studentenbewegung, die Hörsäle besetzt, die Universität besetzt, dort eine alternative Universität vielleicht installiert, beispielsweise, weil sie nicht permanent von oben runter lektoriert werden möchte, sondern weil sie flache Hierarchien einfordert, weil sie mehr Diskussion dem Raum geben möchte, dann steckt darin mit Sicherheit eine allgemeine Dimension. So. Wenn es aber darum geht, beispielsweise, dass das Semesterticket zu teuer ist, und man jetzt in der Mensa Flyers verteilt und sagt, hey Leute, kommt mal raus hier, wir müssen eine Demo machen gegen das zu teure Semesterticket, dann würde ich argumentieren, dass das ein völlig legitimes Handeln ist, völlig legitimes politisches Handeln, gar kein Thema. Das ist gerade das, was ja quasi das Demonstrations- und Versammlungsrecht vorgibt. Das ist politisches Handeln, ganz klar. Aber ich würde es halt eben nicht als politischen Protest bezeichnen, in einem begrifflich, theoretisch anspruchsvollen Sinne. Das habe ich ja hier gemacht. Ich habe ja einen Begriff von Protest gebildet, versucht herauszuarbeiten und nicht, nicht einfach nur eine Definition, also von, keine Ahnung, öffentlichem, kollektiven Widerspruch, der nicht institutionalisiert auftritt oder sowas. Ist da beispielsweise eine Definition, das ist völlig legitim, das zu machen, die findet man in der Bewegungsforschung, die machen das. Aber mir ging es halt darum, irgendwie die Bedeutung für die Demokratie zu fassen, zu bekommen. Und ich glaube, dass das, also das ist jetzt mein Eindruck, dass das nur funktioniert, wenn die Praktiken eine allgemeine Dimension zeigen. Oder wenn in den Praktiken, in den Protestpraktiken, eine allgemeine Diskussion, Dimension auftritt. Sowohl, sagen wir mal, diskursiv, als auch praktisch.
Also ich habe jetzt 6 Wortmeldungen. Sollen wir ein bisschen sammeln? Können wir machen. Ja, das wäre, glaube ich, für alle, die was sagen wollen, auch interessant. Ich fange hier vorne ordentlich an und dann springe ich darüber. Ja. Mein Name ist Peter Aigner. Ich möchte mich für den Vortrag bedanken. Hat mich sehr gefreut, wieder mal zu hören, dass Hannah Arendt eine Demokratin ist, weil du sehr schön aufgezeigt hast, wie gefährlich es ist, wenn durch diese Regierenden, die dann die Demokratie vergessen, also sich nicht an ihren Eidschwur halten, was wir heute ja leider erleben. Punkt 1. Zweiter Gedanke, und der ist mir jetzt leider aktuell wichtig, ich mache mir Gedanken wegen Pegida. Nicht, weil ich Angst vor denen habe, sondern weil ich wissen will, warum nehmen wir diese so ernst. Punkt 1, wir haben doch eigentlich einen Rechtsstaat. Die Polizei, Verfassungsschutz sogar, ne, haben wir auch. Die könnten doch diese Demonstrationen beobachten. Die Leute, die Volksverhetzung machen, das sind ja 50%, die da schreien, was weiß ich Schlimmes, ne, ist ja allgemein bekannt. Warum werden die nicht, kriegen die einen Strafbefehl? So wie früher die Linken wegen Sitzblockade, was ja glaube ich harmloser ist, wie Volksverhetzung, bekommen haben. Und ich habe keine Lust, mich mit solch, darf man primitiv sagen? Ja, ich bin da vorsichtig. Erstmal darf man hier alles. Nein, ich meine jetzt, ob es anpassend ist, sich mit diesen überhaupt auseinanderzusetzen, das finde ich verstehen. Also ich stehe da drüber, ich bin Demokrat. Und die meinen, sie sind das Volk. Also ein kleines Grüppchen von rechtsdenkenden Menschen meint, sie seien das Volk sind alle. Ja, ich kann in gewisser Weise anschließen. Ich habe aber ein bisschen, also eine kleine begriffliche Frage und dann eine Art Kritik. Die Frage ist einfach, die Prinzipien der Demokratie werden verschieden ausgelegt heute. Und da geht auch der politische Protest rum. Ich frage mich einfach, wo kommen die her? Also wann wurden die das erste Mal formuliert, die Prinzipien der Demokratie, und wer legt fest, was gehört alles dazu? Zum Beispiel Eigentum, selbst wenn man sagt, es geht nicht nur um bürgerliches Privateigentum, ich weiß gar nicht, ob das im Prinzip in der Demokratie gehört, das kam mir komisch vor dem Vortrag. Also es würde mich interessieren, wo man die herholt, wie man die Theorie... Die Grundprinzipien der demokratischen Ordnung, nicht grundsätzlich Prinzipien der Demokratie. Also, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass wir natürlich in einer demokratischen Ordnung leben, die auf bestimmten Prinzipien basiert, ja, heutzutage. Eigentum, Persönlichkeitsentfaltung und so weiter. So, und diese Prinzipien grundlegend sind für die Demokratie als Lebensform als solche ebenfalls. Okay, ich hatte jetzt gedacht, es ginge um eine Demokratie, die vielleicht über die bestehenden Institutionen der Demokratie hinausgeht. Aber das also dann trotzdem wäre die Frage eben, wie gesagt, wo kommt das her und wer sagt, was gehört. Wo kommt was her, genau? Die Grundprinzipien unserer demokratischen Ordnung. Kann man das nur historisch erklären oder gibt es irgendwie noch was Stärkeres, was selbst unsere Institutionen in Frage stellt? Ich wollte aber kurz noch die Kritik äußern. Ich glaube nämlich, dass dieser Begriff der Politisierung stark einseitig ist und mir ist das gleich beim Eingangsbeispiel aufgefallen. Ich finde, also, was den Nazis normalerweise vorgeworfen wird, ist eigentlich eine Überpolitisierung der Gesellschaft. Also dass politische Repräsentationen, politische Bekenntnisse und so in jeden einzelnen Lebensbereich gewaltsam reingetrieben werden. Und ich glaube, das kann man ganz gut verstehen, wenn man den Politikbegriff etwas erweitert. Also es stimmt völlig, gebe ich Ihnen recht, Politik ist Auseinandersetzung in gemeinsamen Lebensverhältnissen. Aber Politik ist dann ja schon auch meistens, dass kollektiv bindende Entscheidungen getroffen werden. Und Politik durchsetzen kann man meistens nur, wenn man über Durchsetzungsmittel verfügt. Und das berühmteste ist ja dann immer dieses Monopol auf den Einsatz physischer Gewalt. Also ich glaube, ganz ohne diese Begriffe geht es nicht. Und wenn man die überhaupt nicht nennt, dann kommt so ein idyllischer Begriff von Politik raus, wo alles Schreckliche und Furchtbare, was mit Politik verbunden ist, völlig wegfällt.
Und das scheint mir problematisch zu sein, genauso wenn man von Politisierung redet. Also ich würde sagen, der unheimliche Aspekt von Politik, Terrorattacken sind auch politisch und so weiter, sollte irgendwie noch vorkommen, weil man sonst, ja, wie gesagt, Politik idealisiert und ich weiß nicht, wozu man das tun sollte. Ich finde das Wort Lügenpresse eigentlich ganz gut. Und zwar kommt es darauf an, wer das ausspricht, aus welcher Struktur heraus und welche Lügen der Presse als Lügen bezeichnet werden. Und Lügen gab es immer, die Freiheit am Hinterkusch zu verteidigen ist eine Lüge, die Freiheit für das Vaterland zu sterben unter Adolf ist eine Lüge. Und jetzt heute die Freiheit zu verteidigen, unisono. Wir gehen auf Massenveranstaltungen. Paris ist ausgefallen, Hannover ist ausgefallen. Man hat immer noch nicht gemerkt, dass die Realität eine andere ist und nicht die Freiheit zu verteidigen, in Massenveranstaltungen also sein Leben zu gefährden. Das finde ich gemeingefährlich, solche Aufrufe. Und ich gehe zum Beispiel nicht zum Weihnachtsmarkt. Also ich gehe dann irgendwo anders hin. Ich habe einfach Angst und das ist mein gutes Recht und das verteidige ich für mich, wie ich nur das denke. Diskutiere ich auch mit anderen Leuten darüber. Aber ich finde, das ist. Ja, Kultur der Lüge ist interessant. Ja, ich habe aus seinem Vortrag, Christian, auch eine Unklarheit rausgehört, hinter der sich vielleicht ein Widerspruch verbirgt. Deshalb würde ich dich bitten, das zu präzisieren. Das war eigentlich ein Punkt, der von zwei anderen Fragestellern angesprochen wurde, nämlich das, was du mit den politischen Prinzipien meinst. Und ich hatte den Eindruck, dass du das in unterschiedlicher Weise benutzt hast. Du hast einmal davon gesprochen, dass Politisierung oder politischer Protest eigentlich nur dann vorliegt, wenn er, sage ich jetzt sozusagen, eine tiefe Dimension hat und, so hast du es auch formuliert, die Realisierung des jeweiligen Anliegens der demokratischen Ordnung widerspricht. Oder bestimmten Prinzipien der demokratischen Ordnung widerspricht. Das soll ich vielleicht präzisieren. Dann hast du nämlich zweitens ausgeführt, dass sich eine demokratische Ordnung genau dadurch auszeichnet, dass sie es ermöglicht, ihre Prinzipien unterschiedlich zu interpretieren und der demokratische Prozess ja nicht zuletzt darin besteht, sich über die Interpretation dieser Prinzipien zu streiten. Jetzt war's. Da liegt auch ein Widerspruch zwischen diesen zwei Aussagen. Ich kann mir Namen nicht merken, aber Gesichter. Oder Dienstesmänner. Ist das nicht, es liegt eine gewisse Ironie darin, wenn Sie bürgerliche Protestformen ausfindig machen, deren normatives Selbstverständnis dezidiert antibürgerlich ist. Da muss ich mich wirklich wundern, wie man das zustande bringt. Ein zweiter Punkt. Wie meinen Sie, das könnte. Das Selbstverständnis von Occupy ist ein dezidiert antibürgerliches. Die bürgerliche Gesellschaft wird hier als Neoliberalismus eingeklammert und man selber erhebt Protest im Namen einer Form von Gemeinschaftlichkeit, die jenseits der bürgerlichen Ordnung angesiedelt ist. Von daher ist es mir völlig rätselhaft, wie man das als bürgerlichen Protest im Sinne des Citoyen verstehen kann. Wenn dieser, ein Begriff, der leider bei Ihnen gar nicht auftaucht, bei Hannah Arendt taucht er übrigens auf. Und ich denke, dass dieser Teil des Bürgers, nicht der Bourgeois, sondern der Citoyen, im Sinne liberaler Rechts- und Freiheitsprinzipien das normative Rückgrat moderner, bürgerlicher, liberaler Gesellschaften darstellt. Ein zweiter Punkt. Wir sind uns ja vielleicht über Pegida einig. Das wird man aushalten müssen. Möglicherweise länger als einem lieb ist und wahrscheinlich werden das noch mehr. Sie haben diese Protestform als nicht emanzipatorisch bezeichnet. Ich teile die Intuition. Ich teile Ihre andere Intuition nicht. Sie sagt, Sie wollten eine emanzipatorische Protestform davon abhängig machen, ob der Kreis der Ausgeschlossenen, der Exkludierten,
größer werden kann. Dann wäre der Marxismus, eingeschlossen wird. Dann wäre der Marxismus und das Christentum eine dezidiert bürgerliche Protestform. Unglücklicherweise haben die nun einen dezidiert antibürgerlichen Anspruch. Also mir scheint das Kriterium nicht zu funktionieren. Könnten Sie mir ganz kurz mit diesem, ich habe das noch nicht verstanden, mit diesem bürgerlich und antibürgerlich, das, was Sie sozusagen diese Entscheidung genau... Dass der Marxismus einen antibürgerlichen Anspruch hat, das ist ja klar. Ja. Man will diese Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft, in die Luft sprengen. Ja. Die Fundamente dieser Gesellschaft unterminieren. In der deutschen Ideologie macht Marx das deutlich, nicht in diesem oder in jenem Land, sondern weltweit. Der Kommunismus als Weltrevolution, das sind wirklich alle. Das ist das Himmelreich auf Erden, nicht dort, das sind alle, die sich entsprechend verhalten. Wenn Ihr Kriterium greifen würde, dann wäre der Marxismus, der sich als die Negation kommunistischen Manifest, macht Marx und Engels deutlich, wir können unsere Intuition in einem Punkt zusammenfassen, Abschaffung des Privateigentums, also das eines der Rückgräder der bürgerlichen Gesellschaft, dass diese Emanzipationsform dann als bürgerliche Emanzipationsform dezidiert antibürgerlich ist, ist ja klar, oder nicht? Okay. Eine. Sie haben maximal 5 Minuten. Das ist hier gemein. Gut, Ingo Speidel heiße ich. Ich möchte auf eine andere, bisher nicht vom Publikum angesprochene Frage eingehen. Ich bin sehr positiv überrascht, dass Sie in Ihrem Referat einen großen Raum eingenommen hat, nämlich die Flüchtlingsbewegung als emanzipatorische Bewegung. Wir sind es gewohnt, die Flüchtlingsbewegung als Bewegung von Objekten in der Geschichte und nicht von Subjekten zu sehen. Sie haben einiges gesagt zu einer möglichen Ideologie oder zu möglichen Zielen, Zielvorstellung der Flüchtlingsbewegung. Ganz wesentlich ist, dass die Flüchtlingsbewegung, kein Mensch ist illegal, gegen den Nationalstaat gerichtet ist. Den Nationalstaat versucht aus den Angeln zu heben, zu überwinden. Sämtliche Demokratien oder demokratischen Versprechen bisher in der Geschichte hatten als Rahmen den Nationalstaat. Darüber hinaus hatten wir nichts. Und deswegen war ja Hannah Arendt so froh, dass sie wieder einen Pass bekommen hat. Im Rahmen eines Nationalstaates konnte sie die Versprechen der Demokratie verfolgen. Außerhalb gibt es nichts. Und die Flüchtlingsbewegung, die doch derart massenhaft jetzt ist, nicht nur in Mitteleuropa, sie sprengt die Logik des Nationalstaats. Insofern würde ich sagen, ist sie revolutionärer als andere Bewegung, die nie den Nationalstaat in Frage gestellt haben. Sie tut es direkt, die Flüchtlingsbewegung, und sie findet kein Echo in der eingeborenen Gesellschaft, auch bei den Emanzipierten nicht, die sonst für Emanzipation eintreten. Sie sehen die Flüchtlinge weiter nicht als emanzipatorische Bewegung, sondern als Objekte, denen man helfen muss. Ja. Vielen Dank für die Eindrücke, Spiegelungen, die ich jetzt hier bekommen. Ich greife jetzt ein paar Sachen raus. Ich möchte mit Ihrem Beitrag, weil es ganz frisch ist, gleich anfangen. Ja, genau. Also so würde ich sie deuten, die Bewegung.
Ich glaube auch, dass, und das ist immer so ein schöner Disput, den ich auch mit Winfried Thar darüber habe, ich glaube, dass Arendt eine dezidierte Kritikerin des souveränen kontinentaleuropäischen Nationalstaatsmodells ist als Ordnungsform politischen Zusammenlebens. Aber es ist natürlich so, dass wenn Sie sich, also Arendt, das ist ja, steht am Anfang ihres Werkes, Element und Ursprung, totale Herrschaft ist im Grunde über sehr weite Strecken die Auseinandersetzung mit dem europäischen Nationalstaat als politisches Ordnungskonzept. Und die Pointe liegt darin, zu sagen, dass erstens dieses Ordnungskonzept zu Paradoxien führt, die die Stabilität dieser Ordnung quasi unterminieren und zweitens, dass dieses Ordnungskonzept in einer globalisierten Welt untauglich wird, an die Grenzen stößt. So, das ist sozusagen nur mal, jetzt mal ganz auf der Hüfte geschossen, sozusagen eine Kurzanalyse. Gleichzeitig verbirgt sich natürlich für Arendt dahinter eine Tragödie. Ja, das ist ja das Bittere. Die Tragödie besteht natürlich darin, dass für Arendt deutlich wird, dass mit dem Niedergang, sie spricht vom Niedergang des europäischen Nationalstaats in der europäischen Zwischenkriegszeit, nämlich der Nationalstaat ist für sie im Grunde ein Rechtsstaat. So, und dass dieser Rechtsstaat sozusagen dahin sieht in der europäischen Zwischenkriegszeit. Und was passiert ist, dass mit diesem Dahinsiechen, mit dem Untergang des Nationalstaats, wie es bei ihr heißt, auch natürlich moralische Werte und Normen aus der Alltagskultur, aus der politischen Kultur weichen. Und für sie ist natürlich der Niedergang des Nationalstaats, wie sie schreibt, der erste Schritt in einem langwierigen Prozess der Präparierung der Ausrottung von Menschen. So, das ist ein wesentliches Element in ihrer Analyse der totalen, also der Entwicklung des Nationalsozialismus. Was bei Arendt natürlich dann in den Vordergrund tritt, ist die Frage, was kann an die Stelle, wie kann die Organisation der Menschheit aussehen, wenn sie nicht nationalstaatlich geprägt ist? Und da findet man natürlich im Arendtschen Werk einmal natürlich den Verweis auf die amerikanische Republik, die sie als nicht souverän interpretiert, also nicht auf dem Prinzip der Souveränität basierend interpretiert, aber natürlich in ihren Analysen in den 60er und 70er Jahren zu der Einsicht kommt, dass von diesem Erbe, das in der Gründung der amerikanischen Republik liegt, wo eine alternative Ordnungskonzeption vielleicht schlummert, dass davon nicht mehr so viel übrig ist. So, dass auch sozusagen Amerika zu einem in dem Sinne souveränen Nationalstaat geworden ist. Also worauf ich hinaus will, ist, Arendt ist ja keine Denkerin, die quasi hergeht und auf dem Blatt Papier eine fiktive freiheitliche Ordnung der Zukunft entwickelt, sondern sie fragt und schaut, ob es möglicherweise politische Kräfte im Hier und Jetzt gibt, die das aufgreifen könnten. Also die quasi mit emanzipatorischem Gehalt einhergehen und Visionen einer neuen Ordnung möglicherweise transportieren können. Sie wäre mit Blick auf die Flüchtlingsbewegung nicht sehr positiv, also nicht sehr optimistisch gestimmt auf die Realisierbarkeit einer derartigen Alternative zum Nationalstaat. Was natürlich bei Arendt zu aller Zeit nicht geht gab und wovon sie wahrscheinlich nicht mal zu träumen gewagt hat, ist natürlich so etwas wie die Europäische Union. Also die Vorstellung, dass es so etwas gibt wie eine Gemeinschaft der europäischen Staaten, die in allen politischen Fragen aufeinander bezogen bleiben und es Arenen etabliert werden, innerhalb derer schwierige politische Fragen ausgehandelt werden können und sie eben nicht exklusiv dem nationalstaatlichen Einzelinteresse überlassen werden können, sondern wo sozusagen ein Auslandsprozess stattfinden muss. Wir alle hier drin wissen, dass auch die Euphorie über die Europäische Union ein paar Jahre her ist.
Und auch dort ist jede Menge Probleme gibt. Also, es ist eine gute Sache, dass so ein Hannah-Arendt-Institut für politische Gegenwart da gegründet ist. Worden ist, da kann man darüber mal nachdenken, wie sowas aussehen könnte. Jetzt zu den inhaltlichen Fragen bezüglich, also inhaltlich im Hinblick auf das Konzept der Politisierung. Das war ja, genau. Also, Politisierung, so wie ich es versucht habe zu entwerfen, ist quasi eine Neudeutung der Grundprinzipien der demokratischen Ordnung, die aber realisiert, dass ihre Umsetzung vor dem Hintergrund der Reproduktionspraktiken der Ordnung nicht möglich ist. Jetzt nicht möglich ist. Das heißt, die Reproduktionspraktiken der Ordnung müssen verändert werden, damit die Realisierung der Neudeutung möglich ist. Das ist so, mal ganz grob zusammengefasst, das, was ich mit Politisierung meine. Also, dass wir eine Bewegung haben, die beispielsweise, wenn wir die Frauenbewegung hernehmen, die beispielsweise eine Neudeutung vornimmt dessen, was Gleichheit und Gleichberechtigung bedeutet, aber dabei realisiert, dass diese Vision vor dem Hintergrund der Reproduktionspraktiken einer patriarchalen Gesellschaft sich nicht realisieren lassen. Also wo dieser Konflikt auftaucht und wo dann eben mit massiven politischem Engagement versucht wird, peu à peu die Reproduktionspraktiken der Ordnung zu ändern, sodass sie eben nicht mehr patriarchal sind. Das wäre sagen, so ein klassisches Beispiel für eine Politisierung. Im Hinblick auf die Grundprinzipien, also ich gestehe offen zu, dass ich quasi, dass die Grundprinzipien, in die Grundprinzipien habe ich alles reingepackt. Also die Grundprinzipien, das kann man nochmal so schön umfassen wie die Versprechen der Demokratie. So, damit meine ich aber nicht die Versprechen der bürgerlichen Demokratie, sondern damit meine ich die Versprechen der Demokratie. Ich würde sagen, eine sozialistische Gesellschaft würde auf denselben Grundprinzipien fußen, sie würde sie nur grundsätzlich anders interpretieren. Das ist das, was Marx beispielsweise was er ausführt im 18. Primär, wo es darum geht, er sagt, die Bourgeoisie interpretiert Gleichheit und Freiheit auf eine ganz spezifische Art und Weise. Wenn die Arbeiterbewegung das Proletariat Freiheit und Gleichheit interpretiert, dann kommt das bei was anderem raus. Dann bedeutet das sozusagen eine andere Reproduktion der Ordnung, als die bürgerliche Reproduktion der Ordnung darstellt. Und das ist quasi, das ist der Grundgedanke, den ich in dieser Richtung gehabt habe. Und das bedeutet natürlich, dass wenn wir uns grundlegende Prinzipien einer demokratischen Ordnung anschauen, also Gleichheit, Freiheit, Persönlichkeitsentfaltung, Eigentum, Selbstbestimmung, Schutz und so weiter, dass diese Prinzipien, Sie kennen wahrscheinlich auch Robert Alexia, diese Prinzipien quasi Interpretationsordnung sind. Sie können anders interpretiert, anders konkretisiert werden. Sie müssen nicht, Gleichheit muss nicht als Rechtsgleichheit realisiert werden. Eigentum muss nicht in Form von Privateigentum realisiert werden, also in Form von kapitalistischem Privateigentum. Es gibt andere Möglichkeiten der Interpretation dieser Grundprinzipien. Das habe ich vielleicht gemeint. Ja, ich habe jetzt schon relativ lang gesprochen. Ich helfe noch für den Namen. Ah ja. Warum man wegen Pegida rummacht und nicht dem Stadion. Ach ja. Also ich meine jetzt den Staat, wir sind ja Europäer. Ich meine jetzt mit den Ausführenden, die dafür zu sorgen haben, dass
Recht und Ordnung in Deutschland, um das mal gespitzt auszudrücken. Ja, ja, ja. Recht und Ordnung. Das ist ja so eine Sache mit der Ordnung. Welches Recht und welche Ordnung? Das Entscheidende an der Demokratie ist ja das Grundgesetz, da steht alles drin. Ja, genau. Das ist ja auch das ist Recht und Ordnung. Ja, also sagen wir mal so. Es gibt einen bestimmten Bereich. Ich meine, das Problem ist ja nicht damit aus der Welt geschafft, indem wir 27 Personen wegen Volksverhetzung anklagen. Wieso nicht? Die handeln gegen Gesetz, die Ja, die Leute, die 27 Personen werden ja sogar vielleicht wegen Volksverhetzung angeklagt. Dann überlegen sich die beim nächsten Mal, ob sie wieder Vorschub machen. Okay, dann wir warten mal ab. Wir schauen mal, ob das passiert. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, was sozusagen neben dem Rechtsstaat natürlich dazu treten muss, ist eine engagierte Öffentlichkeit, die sich dagegen wendet, die die Gegendemonstrationen veranstaltet, die zeigt, die mobilisiert, die zeigt, dass, wie Sie es gerade schön gesagt haben, dass das nicht das Volk ist. Das ist doch mein Problem. Was soll ich mich engagieren mit solchen Leuten, die Dinge sagen und auch noch gegen das Gesetz handeln, Volksverhetzendes? Was soll ich mich doch da nicht zustehen? Ich bin doch kein Polizist. Ich habe was Wichtigeres zu tun. Ich muss zur Demo gegen TTIP. Das ist mir wichtig. Aber da ja, ich so man kann auch nicht überall hingehen. Da Volksverhetzung da mein Punkt, den ich zur Frage bringen würde. Interessiert mich halt. Vielleicht ganz kurz, aber ich glaube nicht, dass der Rechtspopulismus über eine Struktur der Überwachung und Bestrafung als Phänomen an die Seite bekommt. Und das Prinzip der Überwachung und Bestrafung ist ein wesentliches Element von, und das an die Exekutive zu übertragen, ist ein wesentliches Element von dem Scheitern emanzipatorischer Bewegungen. Ich würde bei dem Argument zweifeln, aber sind fast alle beantwortet oder noch nicht? Ja. Wovon reden die Politiker, wenn sie unsere Freiheit teilen? Angesichts von IS, wie soll es um sie gehen und welche Freiheiten werden teilen? Welche sind die denn stecken da dahin? Wir kommen nur vermutlich, ich weiß nicht, was sie denken. Sie wollen wissen, wozu ich was denke und wie? Wir lassen uns die Vorteile des Überlebens und der Freiheit. Das ist eine Zusatzfrage. Das ist eine klare Erweiterung. Haben Sie nicht was zur Lügenpresse vorher gesagt? Und Sie, ich weiß jetzt nicht genau, was Sie mir genau sagen wollen. Ich sage, wenn Sie sagen, Lügenpresse ist irgendwas und ich sage, Lügenpresse ist zum Beispiel Stuttgart 21, was? Dann habe ich ja eine andere Presse, worum ich sage, die emanzipatorische Presse oder die Teile davon, die bejahe ich und die nicht emanzipatorische und trügerische, was du aussehen willst, das ist dann eine Lügenpresse. Also die wurde irgendwas verschweigen und drücken. Und jetzt frage ich halt, welche Art von Presse greife ich an, wenn ich sage Lügenpresse? Das ist doch ganz entscheidend. Emanzipatorische als Lügenpresse zu bezeichnen, finde ich nicht toll, während die andere Seite. Ja klar, also ich meine, die Konfrontation in politischen Konflikten, also, das ist eine schöne Aussage, also die Konfrontation und die Sichtbarmachung von Konflikt ist ein Grundelement von demokratischem Streit. Das bedeutet, oder von demokratischem Zusammenleben. Das bedeutet, wenn ich der Meinung bin, dass quasi wie jetzt Ihr Beispiel über Stuttgart 21 nur in einer ganz tendenziösen Weise mit viel Ausklammerung berichtet wird, dann kann ich natürlich diesem Gefühl Ausdruck verleihen. Darf ich. So, ganz wichtig ist aber, dass eine Demokratie als Lebensform basiert eben nicht nur auf der Sichtbarmachung von Konflikt, sondern sie basiert natürlich auch
auf so etwas, ich nenne das mal jetzt mal Verständigung, nicht Konsensfindung, nicht Problemlösung, aber eine Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Das heißt, dass man das, was die gegenüberliegende Seite sagt, zumindest hört und sich darauf einlässt und sich damit auseinandersetzt, auch in einer heftigen Auseinandersetzung. Dass man nicht quasi hergeht und sagt, Lügenpresse oder Volksverräter oder was nicht was, also nicht sozusagen so starke Visierunterscheidungen aufmacht, dass im Grunde das Gespräch völlig unmöglich wird. So. Und wenn das passiert, dann haben wir ein Problem. Aber klar, das stimmt das selbstverständlich. Ein Glas Wein wäre auch nicht schlecht. Also, jetzt kommen wir mal zu den wesentlichen Sachen. Jetzt hier Trollina. Ich komme ja aus einer Riesling-Region. Ja, das ist schon ein guter Lokaler. Also nicht ursprünglich. Sehr schön, willst du feiern machen? Dann machen wir mal hier weiter. Also ich nehme jetzt nochmal so eine Route. Wortmeldungen. Ah, so eine Runde mit 8 Wortmeldungen, genau. Also ich würde mal sagen, wir machen mal so 4. Ja. Das heißt, Sie stehen jetzt alle auf jeden Fall in einem absoluten Konkurrenzverhältnis zueinander. Wenn Sie nicht schnell genug aufzeigen, sind Sie nicht mehr mit dabei. Also vor allem von Schluck zu Schluck wird meine Antwort noch unstrukturierter. Okay, also ich habe meine Chance schon gegriffen. Ich wollte fragen, was ist in deiner Meinung nach die Erfolgsbedingungen von emanzipatorischem Protest? Weil wir leben ja in einer Demokratie, wo die politischen Elemente zur Verfügung stehen, also unsere politischen Grundrechte sind vorhanden, wir können sie auch nutzen. Und trotzdem ist es, wie Hannah Arendt damals über die Studentenbewegung gesagt hat, so, der Protest wirklich nicht aus in politisches Handeln. Also die Lücke kann zu selten geschlossen werden. Und jetzt ist die Frage, denkst du, wie bei der Frauenbewegung, das ist nur eine Frage der Zeit, wir müssen einfach nur abwarten und immer weiter so machen, wie wir es gerade schon machen, ein paar Besetzungen, also die Praktiken, die wir gerade verwenden, scheinen meiner Meinung nach zu verpuffen im politischen Handeln. Also was können wir tun, um diesen Prozess zu beschleunigen? Was sind unsere Ansatzpunkte, damit wir, die wir tatsächlich die momentan herrschende demokratische Herrschaft angreifen wollen, grundsätzlich, also was sind unsere Möglichkeiten, ja, das schneller und effizienter zu tun in der heutigen Zeit und nicht eigentlich, ja, wie die Occupy-Bewegung, ich meine, was hat die denn schon erreicht? Also ich sehe den Fortschritt nicht. Ich weiß nicht, ob die Frauenbewegung sich genauso gefühlt. Ja, vielleicht haben die auch lange Zeit gedacht, wir machen hier gar keinen Fortschritt, wir machen keinen Fortschritt, aber irgendwann kann man eben doch. Also ist es nur ein Durchhalten oder wo läuft man auch in Gefahr, trotzdem man in der Demokratie lebt, diesen demokratischen Wandel? Also das ist auch das Verrückte, wir leben in der Demokratie, ich glaube, die funktioniert auch noch im Prinzip. Ich glaube nicht, dass sie am Ende ist oder so kaputt ist, dass sie nicht mehr funktionieren kann. Aber die Frage ist, wie nutzen wir sie gerade effizient, so dass sich tatsächlich Dinge wieder ändern? Ja, erstens, Entschuldigung, wenn ich mit Pferden spreche, aber, Entschuldigung auch, vielen Dank für den Vortrag, das war sehr interessant, obwohl ich mit der Verspätung gekommen bin. Nach den Fragen, ich hatte auch eine Bemerkung und ich glaube, Hannah hat das selbst geschrieben darüber, wenn ich mich nicht irre, wahrscheinlich das steht in Vita Activa von Hannah Arendt. Ich glaube, es gibt sehr großes Potenzial, das schreibt selbst Hannah Arendt, in der Flüchtlingsbewegung, weil Flüchtlinge als politische Subjekte und nicht wie Objekte, wie sie hier in Deutschland zum Beispiel oder in ganz Europa als Objekte betrachtet werden, sehr großes Potenzial haben, den Nationalstaat zu bedrohen und zu niederzuladen.
weil sie dieses, diese Idee von Nationalität nach dem Geburt, was die Flüchtlinge keine Rechte haben, bürgerliche Rechte haben, sie können Nationalstaat und die Nationalität, die Idee von Nationalität niederlagen. Und es gibt, meiner Meinung nach, es ist sehr positive Einblick von Flüchtlingsgewerken. Also ich antworte gleich drauf. Wissen Sie, das Problem ist, Sie haben vollkommen recht. Also die Arendt skizziert in Elementen und Ursprünge lokaler Herrschaft in der Tat, wie die Flüchtlings- und Minderheitenproblematik in der europäischen Zwischenkriegszeit die Desintegrationsprozesse im Nationalstaat aufdeckt oder zu des entfacht. So. Das ist nicht als, nicht als Vorwurf gemeint, sondern als eine, also erstmal als eine politische Analyse bei ihr. Nur das Problem ist natürlich, dass das eine, dass Arendt davon zwar überzeugt ist, dass der Nationalstaat das Organisationsprinzip nicht für eine globalisierte Welt passt, aber das Ganze aus ihrer Sicht natürlich katastrophale Folgen hat. Denn die Folge ist ja, ist Krieg, ist Vertreibung, ist Vernichtung. So, das heißt, nur weil wir zu der Erkenntnis gelangen, dass der Nationalstaat als Organisationsprinzip möglicherweise nichts taugt und nur weil wir ein politisches Subjekt haben, das uns das auch noch in aller Deutlichkeit, nämlich der Flüchtling, in aller Deutlichkeit sichtbar macht, heißt es ja noch lange nicht, dass wir auch über die entsprechenden A, Ideen und B, Realisierungschancen einer Alternative verfügen. Die Diskussion kommt ja auch auf, um das Argument noch mal ein bisschen zu stützen, weil wir auf der anderen Seite beobachten, dass der Nationalstaat noch nie so in Frage gestellt war durch die Seite derer, die außerhalb demokratischer Strukturen sich über diese Grenzen längst hinweggesetzt haben. Also wir haben in der Globalisierung Verhältnisse, die nicht mehr zurückgeholt werden können, durch nationale Gesetzesformen. Also da, wo der Nomos besprochen wird, das, also es sind jetzt zwei. Ich glaube, dass der Staat trotzdem weiterhin ein sehr starker Akteur ist und auch viele dieser Prozesse nicht erleidet, sondern begleitet und sich neue Formen von Staatlichkeit auch ausbilden. Transnationale Behördenkooperationen, die sehr, sehr klare Politik haben. Das Problem ist, dass sie losgelöst sind vielleicht von einer demokratischen Kontrolle, aber dass sie exekutiv stark sind, daran ist aus meiner Sicht keine Frage. Die Frage ist der demokratischen Einholung und Kontrolle dieser Entscheidungen. Das ist das Ziel. Vielleicht mal beantworten, dann sagst du noch was. Wer ist denn noch auf der... Ja, im Moment ist das eigentlich die... Ach so, okay, dann kann ich ja gleich antworten. Ja, keine Ahnung. Erfolgsbedingungen von emanzipatorischer Politik. Nun, also ich weiß es nicht. Ich greife einfach mal so in ein paar Sachen rein, die mir aufgefallen sind bei Ihrer Antwort. Also das Erste ist, dass natürlich aus einer demokratischen Perspektive heraus keine politische Bewegung weiß, ob sie denn wirklich so emanzipatorisch ist, wie sie meint. Das muss sie immer nur und kann sie immer nur im demokratischen Streit zeigen und bewahrheiten. Das ist das Erste. Also das heißt, die Frage von wie können wir effizienter, war glaube ich ihr Wort, und schneller Dinge implementieren, das hat, ist kein persönlicher Angriff, aber es klingt so ein bisschen nach postdemokratischem Jargon. Also das ist so ein bisschen die, ich verstehe natürlich ganz klar, was Sie meinen, aber ich glaube nicht,
dass das quasi die geeigneten Parameter sind, um dieses Problem so zu diskutieren. Die Frage müsste man, glaube ich, umformulieren, und zwar, wie ist es möglich, dass die Versprechen der Demokratie mehr Menschen mit einschließen in gleicher Weise, die innerhalb demokratischer Ordnungen leben? Und das ist, glaube ich, die... und dann kann man sich die Frage stellen, okay, wo gibt es denn Bewegungen, an so einer Ausweitung dieses Versprechens gelegen ist? Wer sind möglicherweise kraftvolle Bündnispartner für so ein Unterfangen? Und dann kommen wir natürlich auch in was rein, was, also wie kann man die Belange beispielsweise medial auch entsprechend darstellen? Also das ist also medial so darstellen, dass man wiederum viele Leute erreicht, dass man gute Slogans hat, die catchy sind. Und dann ist man, irgendwie ist das dann, also Sie sehen, ich bin da irgendwie, also du siehst, ich bin da irgendwie auch nicht sonderlich fit in dem Bereich, dass ich genau sagen könnte, was eine Protestbewegung zu tun hat, damit sie letzten Endes auch kriegt, was sie bekommt. Ich bin mir sicher, dass es vielleicht Historiker und Bewegungsforscher gibt, die da das eine oder andere herausgearbeitet haben, was in der Vergangenheit zumindest dazu geführt hat, dass vielleicht Bewegungen erfolgreich waren oder nicht. So, jetzt ist das Kontingent wirklich voll, Erna und Sie. Also das mit der Staatlichkeit scheint mir wirklich ein zentrales Problem zu sein. Das, was gegenwärtig an Renationalisierung stattfindet, gerade im Zusammenhang auch mit der Flüchtlingsbewegung, das ist doch ein Moment, dass innerhalb der Neoliberalisierung der Staat gar nicht mehr als politische Institution gedacht wird, der Nationalstaat, sondern er wird gedacht nach den Funktionsprinzipien von einem Unternehmen. Also die Art und Weise, wie über Schulden diskutiert wird und dass man einen ausgeglichenen Haushalt haben muss, das macht Sinn in der Betriebswirtschaft, aber das macht überhaupt keinen Sinn auf der Ebene des Staates, weil die Funktionslogik des Staates aus der politischen Logik gerade keine betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung haben kann. Und das ist eine Perversion, die stattgefunden hat im Zuge der Neoliberalisierung. Das ist das eine Moment. Das zweite Moment, da müssen wir uns alle, glaube ich, an die Nase fassen, wir haben das total verbrannt, um Europa zu kämpfen. Das heißt, es gibt keine in irgendeiner Art und Weise linke oder republikanische Europa-Idee, die dem neoliberalen Europa entgegengesetzt werden könnte. Es hat immer wieder Versuche gegeben im Zusammenhang der Verfassungsgesetzgebung, also Etienne Balibar, ein von mir sehr geschätzter französischer Kollege, hat eine europaweite Aktion gemacht für einen demokratischen Verfassungsgebungsprozess. Es hat niemanden interessiert. Also wir haben Europa sozusagen den neoliberalen Kräften überlassen und sind jetzt mit den Folgen konfrontiert, und müssten dringend sozusagen ein eigenes Europaprojekt entwickeln und in dem Zuge der Entwicklung eines Europaprojektes auch eine Form von Staatlichkeit, die nicht mehr, wie Uli Beck gesagt hat, in den methodologischen Nationalismus behaftet ist, sondern die bezogen auf Europa eine Form von Staatlichkeit versucht auszubilden. Und da ist der republikanische Gedanke, den Arendt an der amerikanischen Revolution gelesen hat, ein Ansatzpunkt, den wir weiterentwickeln können. Aber das ist der Kampf, den wir als Bürger Europas zu führen haben, um sozusagen da eine Perspektive zu entwickeln, die uns andere Handlungsoptionen ermöglicht und die uns auch ganz andere Optionen ermöglicht, im Umgang mit Flüchtlingen. Achso, vielleicht an alle.
Jetzt trinkt der Referent sogar noch einen Wein. Das Institut versucht, parteiunabhängig zu sein. Das heißt, es ist in der Finanzierungsgrundlage unter anderem eine Wortmeldung. Die rennen sonst alle weg. Spenden sie entweder jetzt hier noch vorne an den Klingelbeutel oder in Form von Überweisungen. Also, dass wir parteiunabhängig agieren können, Veranstaltungen machen können, das hat auch zur Voraussetzung, wenn Sie dieses Projekt des Ahren-Instituts gut finden, den einen oder anderen Obolus zu spenden und dann arbeiten wir weiter. Franz Groll ist mein Name. Ich möchte der jungen Kollegin ein bisschen zur Seite stehen. Ich kann ihre Ungeduld wirklich sehr gut verstehen. Wenn wir zum Beispiel an den Klimawandel denken. Wir machen im Augenblick unsere Welt kaputt. Es wird in den nächsten Jahrzehnten große Überschwemmungen geben und große Wüsten. Und trotzdem sprechen unsere Politiker immer noch von Wachstum. Das kann ja nur schief gehen. Und deswegen ist es wirklich, ich sehe das als ganz großes Problem, dass wir dafür noch immer keine große Bewegung zustande bringen. In Leipzig waren zwar 3000 überwiegend junge Menschen bei der Digraus-Konferenz im vorletzten Sommer, aber es hat sich noch nichts Richtiges gebildet. Und die Politiker gehen überhaupt nicht in diese Richtung. In Paris wird nicht sehr viel herauskommen. Ich habe wirklich große Bedenken, wie es in der Zukunft gehen soll. Und ich hoffe, dass sich da irgendwann mal eine richtig kräftige Bewegung bildet. Und ich bin genauso ungeduldig wie Sie, obwohl ich ein bisschen älter bin. Also, ich finde, ganz ehrlich, dass das zwei wunderbare Schlussworte waren. Ich meine, was soll ich jetzt noch sagen? Ich kann mit Michael, mit beiden Diagnosen vollends mitgehen. Gerade das um Europa kämpfen. Ich habe es ja versucht, in der Antwort auf Sie auch kurz zu skizzieren, dass Herr Arendt im Grunde, wenn sie darüber nachgedacht hat, wie so eine Alternative aussehen könnte, so eine Alternative zum Nationalstaat als politisches Organisationsprinzip. Sie immer an eine föderale Ordnung gedacht hat, in der unterschiedliche Machtzentren, wie das bei ihr so heißt, also unterschiedliche politisch organisierte Räume, miteinander in Beziehung stehen, in jeder politischen Angelegenheit. So. Dass es eben kein Zentrum gibt, von dem aus quasi hierarchisch durchregiert werden kann, sondern wo es eben eine Arena gibt, in dem unterschiedliche politische Sichtweisen zusammentreten und bearbeitet werden können. Ich meine, jemand, der für sowas eintritt, aber immer eingetreten hat und immer dafür gekämpft hat, ist natürlich Jürgen Habermas hier in Deutschland. Aber ich sehe das jeder schon ähnlich, so dass das Europa-Thema ist stiefmütterlich den Eliten überlassen worden. Und was wir natürlich haben ist, und ich weiß nicht, ob man darauf vertrauen kann oder ob man darauf hoffen kann oder weiß ich, was man damit machen kann, aber es gibt natürlich im Süden Europas Bewegungen, die sich nicht als antieuropäisch verstehen, sondern die sich auch als europäische Bewegungen verstehen. Aber wir haben natürlich gerade im Hinblick auf Europa etwas, was auch Winfried Tarr immer wieder herausgearbeitet hat, der politische Konflikt auf europäischer Ebene folgt noch in den allermeisten Fällen der nationalstaatlichen Logik. Also, dass sich unterschiedliche Nationalstaaten in ihren Interessen gegenüberstehen und es eben nicht dazu kommt, dass
der politische Konflikt so konfiguriert werden kann, dass es um Sachfragen geht, die sich länderübergreifend, länderaufspaltend, in politische Lager aufspaltend etablieren kann. Ob das oder wie das möglich ist, auch darüber kann man noch lange und viel nachdenken. Ja, vielen lieben Dank für die vielen Fragen, vielen Anregungen. Mir raucht in der Tat der Kopf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, schöne Diskussion morgen und bis bald hoffentlich. Ciao. Um 10.30 Uhr und 11 Uhr beginnt. Wir haben ein bisschen was zu essen vorbereitet und jetzt sind Sie alle hier noch möglich, damit wir noch ein bisschen miteinander reden können. Morgen früh im Literaturhaus.